Das ist die Geschichte vom Detektivbüro Frederik. Erzählt von mir, Mario und von... Frederik! Da sagt man ihm extra, dass er heute eine Stunde eher kommen soll und dann immer sowas. Das... Ach, das wer kommt denn da? Natürlich. Das ist doch... So, ich muss auflegen. Ja, wir nehmen jetzt eine neue Geschichte auf. Weißt du eigentlich, wie man einen Dummkopf neugierig macht? Das ist doch... Nein? Das kann man nicht. Ich erzähle es dir morgen. Okay, Se. Bis bald, Rian. Entschuldigung? Ach, passt schon. Frederik, was denn? Du bist eine Stunde zu spät. Was? Ich hatte dir extra Bescheid gesagt, dass wir uns heute eine Stunde früher treffen. Da hast du mir wieder nicht richtig zugehört. Doch. Hallo, liebe Kinder. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, kann Frederik nicht richtig zuhören. Bin ich gar nicht. Was? Dabei ist das in der heutigen Geschichte sehr wichtig. Und nicht nur da, auch im Leben ist es wichtig, nicht nur gut reden, sondern auch gut zuhören zu können. Das macht vieles einfacher, wie ihr heute vielleicht hören werdet. Frederik? Ja? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie genau hörst du zu? Definitiv Halbfettmargarine, aber Olivenöl... Was denn? Da fällt mir ein, wie sagt man einem schwerhörigen Kaninchen guten Morgen? Keine Ahnung, wie denn? Guten Morgen, schwerhöriges Kaninchen! Was? Und weil es heute um Zuhören geht, habe ich mir gedacht, erzähle ich heute drei Witze, die mit Zuhören zu tun haben. Die habe ich extra für euch rausgesucht. Das dauert nicht lange, liebe Kinder. Haltet durch! Einige davon sind ganz lustig. So, bereit, Frederik? Ich mag lieber die mit Schokolade. Warte! Also, jetzt kommen drei Witze zum Thema Zuhören. Treffen sich zwei ältere Herren. Okay. Wie geht es dir, Heinz? Fragt der eine sehr laut. Ja? Gut, aber du brauchst nicht mehr so zu schreien. Ich habe mir nämlich ein sehr teures Hörgerät gekauft. Okay. Ach, was hat das denn gekostet? Gleich Viertel vor acht! Hallo? Wo kommt jetzt das Geräusch her? Hallo? Das war. Ich habe gestern einen Mann getroffen, Frederik. Womit denn? Was? Nein, so auf der Straße. Okay. Der hatte einen Verband um beide Ohren. Da habe ich ihn gefragt, wie das passieren konnte. Und er hat geantwortet. Ich war gerade dabei, mir ein Hemd zu bügeln, als plötzlich das Telefon läutete. Ich habe aus Versehen das Bügeleisen genommen und es mir an das Ohr gehalten. Das hat vielleicht gezischt. Und da habe ich gefragt, aber wie kommt es, dass auch das andere Ohr verbunden ist? Und da hat er gesagt... Ja, aber ich musste doch den Notarzt rufen. Hallo? Wo kommt das jetzt? Das ist doch irgendwo... Komm, lass mich mal. Ach so, du kennst einen tollen Witz über das Thema Zuhören. Morgen kann ich leider nicht. Aber lass mich doch jetzt mal den Witz erzählen. Was? Also, kommt eine ältere Dame zum Arzt und sagt... Herr Arzt, ich leide seit Tagen unter starken Pupsen. Wo kommen die Stimmen her? Ich muss immer pupsen. Das Gute daran ist allerdings, dass man sie nicht hören und sie nicht riechen kann. Wer lacht da? Seit ich hier bei Ihnen im Sprechzimmer bin, habe ich bestimmt schon 20 Mal gepupst. Das hier. Ist mir ja so peinlich. Aber wie gesagt,
Man kann sie nicht hören und auch nicht riechen. Ja, und dann? Ja, der Arzt verschreibt der älteren Dame ein paar Tabletten. Eine Woche später kommt sie wieder zum Arzt und sagt: Herr Arzt, was haben Sie mir da für Tabletten aufgeschrieben? Meine Püpse stinken voll eklig. Und darauf der Arzt? Ja? Gut, Ihre Nase funktioniert wieder. Jetzt brauchen wir nur noch was für Ihr Gehör. Okay. Ja. Auf alle Fälle, in der heutigen Geschichte geht es um einen beschäftigten Räuber. Ja, deshalb heißt die Geschichte auch genau, so. Genau. Der beschäftigte Räuber. Ja. In dieser müssen Mario und Frederik... ihr hört es euch am besten selber an, liebe Kinder. Oder, Frederik? Für mich ohne Käse. Was? Ja. Okay. Ihr hört euch jetzt die Geschichte an, liebe Kinder, und ich kann vielleicht etwas singen. Oder, Frederik? Wenn du singst, möchte ich gerne Beethoven sein. Beethoven war doch ein ganz bekannter Komponist, genau, der Musik geschrieben hat. Das freut mich, aber ja, willst du das, weil du etwas für mich komponieren möchtest? Nein, weil Beethoven schwerhörig war. Die heutige Geschichte beginnt im Detektivbüro Frederik. Mario und Frederik warten auf ihren nächsten Fall. Es ist ruhig. Im Hintergrund ist nur die Spülmaschine zu hören. Was komisch ist, da Mario und Frederik eigentlich keine Spülmaschine besitzen. Das Telefon klingelt. Hallo, hier ist das Detektivbüro Frederik. Wir lösen jeden Fall. Hallo? Nein, keinen Durchfall. Wie kommen Sie darauf? Siehst du, ich sage es ja immer. Was denn? Ja, was können wir denn für Sie tun? Oh, okay. Und was sollen wir jetzt machen? Okay, dann, ja, dann machen wir das. Okay, tschüss, Frederik. Ja? Das war die Polizei. Es wurde in der letzten Woche 2-mal beim Juwelier eingebrochen. Oh, wie schlimm. Und ganz teurer Schmuck wurde geklaut. Und wer war das? Das weiß die Polizei eben nicht. So? Die Polizei vermutet, dass Knochenknacker Karl zurück ist und hinter den Einbrüchen steckt. Moment mal, den kennen wir doch. Ja, er hatte damals den Tresor der Taschengeldkasse ausgeraubt. Und wir konnten ihn überführen. Genau. Und was sagt er? Er sagt, dass er es nicht war. Was? Er war in der letzten Woche auf Weltreise. Ich habe auch mal eine Weltreise gemacht. Und? Wie war es? Ich sag's dir gleich, wie es ist. Da fahre ich nicht mehr hin. Was? Was? Wir sollen der Sache nachgehen. Wohin denn? Nein, wir sollen überprüfen, ob das stimmt. Ob Knochenknacker Karl wirklich auf Weltreise war. Oder ob er lügt. Er soll gerade im Supermarkt sein. Ja. Komm, Frederik, okay. Wenn wir schnell hinfahren, dann schaffen wir es vielleicht noch, ihn zu erwischen. Dann machen wir das. Und nimm deine Regenjacke mit. Der Wetterfrosch sagt, dass es nachher wieder regnen soll. Wie gestern auch? Ja, das ist Käse. Nein, das ist meine Regenjacke. Was? Okay. Und so machen sich unsere beiden Detektive auf den Weg in den Supermarkt, wo sie tatsächlich auf Knochenknacker Karl treffen. Dieser ist immer noch ein Räuber, wie er im Buche steht. Er ist groß, bestimmt 2 Meter, hat Muskeln mit einem großen Bart und guckt immer so, als ob er gerade auf Toilette müsste. So groß wie er ist, so groß ist auch wieder die Angst bei Mario und Frederik, als sie ihn ansprechen und er sagt:
Ich habe damit aufgehört. Und stopp. Stopp, was denn? Frederik, Knochenknacker Karl, 2 Meter groß, ja, mit vielen Muskeln, ja, einem großen Bart im Gesicht, guckt ja immer so, als ob er gerade auf Toilette müsste. Genau. Hat diese Stimme. Ja, das ist doch gerade das Lustige daran. Also, wirklich. Komm. Okay. Was? Na gut. Weiter, ja, komm. Na, alles klar, ich bin eh. Ich habe damit aufgehört. Und bitte nennt mich nicht mehr Knochenknacker Karl. Die Zeiten sind vorbei. Okay, wie sollen wir dich denn dann nennen? Ja, wie denn? Fragt Mario und Knochenknacker Karl antwortet. Mein richtiger Name ist Jabłoński Szczypczyk. Wie schreibt man das? Mit Bindestrich. Nein, wie schreibst du dich? D-I-C-H. Frederik, mach du mal weiter. Frederik, was hast du da? Was? Ein Joghurt. Warum ist der offen? Naja, da stand, bitte hier öffnen. Jetzt mach du mal weiter. Okay, was machst du denn jetzt, Jabłoński Karl? Fragt Frederik und Herr Karl antwortet. Ich reise um die Welt. Oh, ich war letzte Woche am Nordpol. Ich kann euch sagen, das ist vielleicht kalt dort. Ja. Ich weiß nicht, wie die Pinguine das schaffen. Ja, Pinguine sind toll, oder Frederik? Was haben Pinguine und Kakadus gemeinsam? Keine Ahnung, was denn? Beide können kein Fahrrad fahren. Was? Karl, in der letzten Woche wurde 2-mal beim Juwelier eingebrochen. Genau. Und das hast du doch damals immer gemacht. Du hast das immer gemacht. Du warst also in der letzten Woche am Nordpol und hast dir die Pinguine angesehen? Fragt Mario und Herr Karl antwortet. Ich war am Nordpol, um mir die Pinguine anzusehen. Okay. Ja, aber nicht nur da. Ich muss jetzt zur Kasse. Ich möchte heute zelten. Frederik, wir müssen dranbleiben. Hast du doch bestimmt kein Problem damit, wenn wir mitkommen. Ja, genau, oder? Fragt Mario und Herr. Wer denkt sich diesen Namen aus? antwortet. Nein! Kein Problem. Okay, dann gut. Kann ich euch auf dem Weg erzählen, wo ich noch überall war. Ja. Dann auf zur Kasse. Auf zur Kasse. Und dahin gehen unsere beiden Detektive dann auch. Leider ist die Schlange aber sehr lang. Das dauert immer so lange. Sammeln Sie Punkte? Natürlich sammelt er auch noch Punkte. Immer diese Dalmatiner. Mario, ich habe eine Idee, sagt Frederik und tippt die Person vor ihnen an. Eine junge Frau. Entschuldigung, kennen wir uns? Nein. Darf ich mich vorstellen? Okay. Danke. Komm, Mario. Frederik, das hat ja voll gut geklappt. Das mache ich jetzt auch, sagt Mario und klopft dem sehr großen und muskulösen Mann vor ihnen auf die Schulter. Mario, hallo, ich stelle mich mal vor. Was? Danke. Ich helfe dir mal dabei. Komm her. Mario, Mario, das ist zu weit. Klebt er an der Schaufensterscheibe. Noch 5 Minuten, Mama. Kurze Zeit später laufen Mario und Frederik mit Herrn den Weg zum Wald entlang. Und dieser erzählt unseren beiden Detektiven, was er in der letzten Woche noch gemacht hat und warum er nicht der Räuber sein kann. Zuerst war ich am Nordpol, um mir dort die Pinguine anzusehen. Genau. Und danach war ich in Afrika. Was hast du denn da gemacht? Ja, in Afrika? Fragt Mario und ihr wisst, wen ich meine.
antwortet: Ich habe gesehen, wie ein Vogelstrauß von Löwen gejagt wurde. Oh je. Der Vogelstrauß konnte aber in letzter Sekunde davonfliegen. Zum Glück. Was sagt der hungrige Löwe, wenn er einen Ritter in seiner Rüstung sieht? Nicht schon wieder. Immer dieses Dosenfutter. Frederik. Was denn? Also, Karl, du kannst den Juwelier nicht ausgeraubt haben, weil du in der letzten Woche am Nordpol warst, um Pinguine anzusehen und dann in Afrika, wo du gesehen hast, wie ein Vogelstrauß von Löwen gejagt wurde, der dann aber noch davonfliegen konnte? Fragt Mario nochmal und ich bleibe bei Karl. Karl antwortet: Ja, ich habe mich geändert. Okay. Ich raube keine Juweliere mehr aus. Ja, ich bin jetzt nur noch in der Natur unterwegs. Okay. Und zählte viel. Ja, das haben wir letztens auch gemacht. Ja, aber da waren so viele Mücken. Und als es dunkel wurde, kamen die zurück mit Taschenlampen. Frederik, das waren Glühwürmchen. Ach so, das erklärt einiges. Also, im Wald angekommen, baut Karl sein Zelt auf und sucht zusammen mit Mario und Frederik etwas Holz für ein Lagerfeuer. Irgendetwas stimmt nicht, aber Mario kann nicht genau sagen, was. Frederik! Ja? Ich glaube, er lügt und das stimmt gar nicht. Er war gar nicht weg. Aber ich weiß nicht, wie wir ihn überführen können. So, um euch zu beweisen, dass ich mich wirklich geändert habe, grillen wir jetzt ein paar Marshmallows. Über einem Lagerfeuer. Das klingt toll, aber wir haben gar kein Feuerzeug dabei. Sagt Mario und, ihr könnt euch denken, antwortet: Kein Problem. Ich habe gestern auch hier gezeltet und ein Feuer gemacht. Ohne Feuerzeug. Mit einer Lupe. Toll. Alles, was ich brauche, ist die Sonne und meine Lupe. So habe ich gestern auch Feuer gemacht. Ach, ja. Das hat den ganzen Tag gebrannt. Sagt er. Da hat Frederik plötzlich eine zündende Idee. Moment mal. Deine Geschichte klingt ja toll. Aber leider springt dieser Funke nicht über. Du bist verhaftet. Was? Wieso das denn, Frederik? Wir haben doch gar keine Beweise. Doch. Was? Hättest du richtig zugehört? Wüsstest du, dass er sich nicht geändert hat und er den Juwelier ausgeraubt hat? Das war es. Herr Der Verdächtige hat den Juwelier ausgeraubt. Karl hat Mario und Frederik viele Geschichten erzählt, aber er hätte diese etwas besser vorbereiten sollen. Habt ihr gehört, wo Karl gelogen hat, liebe Kinder? Zuerst hat er gesagt, dass er am Nordpol war und dass es dort sehr kalt ist. Er hat sich gefragt, wie Pinguine das aushalten. Gar nicht, denn Pinguine leben gar nicht am Nordpol, sondern am Südpol. Und dann war da noch seine zweite Reise nach Afrika. Er hat erzählt, dass er gesehen hat, wie ein Vogelstrauß von Löwen gejagt wurde. Komisch, wo Vogelsträuße eigentlich gar nicht fliegen können. Und dann war da noch das Zelten und das Lagerfeuer. Ein Feuer mit einer Lupe zu machen, ist eine gute Idee, nur gibt es da ein kleines Problem. Es gab keine Sonne und auch seine Erklärung, dass er das Feuer am Tag davor genauso entfacht und es den ganzen Tag gebrannt hat, ist gelogen, weil es am Tag vorher auch geregnet hat. Aus diesem Grund sollte Frederik ja auch seine Regenjacke mitnehmen, als sich Mario und Frederik auf den Weg zum Supermarkt gemacht haben.
Und wenn ihr genau hingehört habt, dann habt ihr auch das Donnern gehört, als Mario und Frederik mit Karl im Wald gelaufen sind. Die Sonne war gar nicht da. Karl hätte gar kein Feuer mit einer Lupe machen können. An diesem Tag nicht und am Tag davor auch nicht. Er hat also gelogen. 3 Mal. So trüb wie der Himmel an diesem Tag, so trüb ist auch die Zukunft von Herrn... Ich hab's versucht. Karl. Denn kurze Zeit später kommt die Polizei und nimmt ihn fest und findet, wer hätte es gedacht, den geraubten Schmuck bei ihm. So, weg mit ihm! Ich komme weg mit ihm! Spätestens was? 10 was? Bis 20 Folgen, wie? Wenn euch kein Name für einen neuen Räuber mehr einfällt. Das kann sein. Wie? Okay, man sieht sich. Wir haben ja Augen. Und so endet unsere Geschichte dort, wo sie angefangen hat. Im Detektivbüro Frederik. Wo Mario und Frederik noch lange über Herrn... Jetzt müssen wir auch nicht mehr damit anfangen. Reden. Und darüber, wie wichtig es ist, immer ganz genau zuzuhören. Ja, und das war unsere Geschichte für heute, liebe Kinder. Genau. Wie fandest du die, Frederik? Am liebsten am Mittwoch. Was denn? Mario, welche Tiere hören am schlechtesten? Endlich. Das ist mal eine interessante Frage, Frederik. Ja, die passt ich weiß. Zu unserer Folge. Seht, hört ihr, liebe Kinder, jetzt lernen wir heute doch noch etwas. Welche Tiere hören denn am schlechtesten, Frederik? Die Tauben. Wir brauchen noch ein bisschen, liebe Kinder. Bis zum nächsten Mal. Kannst du auch was anderes außer Quatsch machen? Ich mag am liebsten Salami. Oder vielleicht auch Thunfisch. Was ist das denn jetzt? Das geht doch schon wieder so an. Hast du mich gefragt? Was meine Lieblings-